Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Was war die besondere Herausforderung für Sie beim Diesel? Die Verbrennung ist halt ganz anders. Sie haben halt, wie gesagt, der Zeitpunkt beginnt ja durch das Einspritzen, nicht durch irgendeine Zündkerze. Dann die Brennraumform, also das ist ja eine wirkliche Wissenschaft für sich. Wir haben ja zum Schluss die Motoren mit dem Sechszylinder dann in der Region hin entwickelt. Da waren wir vom Verbrauch im Bereich von Schiffsmotoren. Das muss ein spezifischer Verbrauch, das heißt Gramm pro Kilowattstunde. Da liegt der Schiffsmotor in der Region von 150 Gramm. Und wir sind mit unseren Le Mans-Motoren bei 171 gewesen. Wir hätten auch noch weitergehen können. Dann ist aber Le Mans zu Ende gewesen, wurde eingestellt. Normaler Straßenmotor liegt irgendwo bei 240. Also nur, dass man Dimension hat. Zum Thema Effizienz noch. Ja, genau. Also zum Thema Effizienz und umweltfreundlich. Ja. Also das ist, und darum bin ich nach wie vor ein Fan vom Dieselmotor und nach wie vor überzeugt, dass diese Verbrennungsmotoren nach wie vor eine Zukunft haben müssen und haben werden, egal was die Leute mir erzählen zum Thema batterieelektrische Fahrzeuge und so, das ist alles ein Schmarrn. Wir müssen wirklich diese Verbrennungstechnologie weiter treiben und weiter voranbringen, weil da sind wir führend. Da haben wir 120 Jahre Entwicklung investiert und das hat kein Chinese und kein Japaner je erreicht, was wir da haben. Und wenn wir das aufgeben, dann sind wir ganz schön dumm, weil die machen das nämlich nicht. Die entwickeln solche Verbrennungsmotoren mit Wasserstoff gerade. Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, nämlich Wasserstoff. Als nächster Schritt im Rennsport und auch auf der Straße, Wasserstoff. Absolut emissionsfrei, wenn sie es richtig machen. Ja. Wasserstoff und in welcher Form? Direkt? Gasförmig. Und gasförmig. Direkt eingeblasen. Direkt also es muss direkt den Brennraum, so wie die Direkteinspritzung, muss er mit Wasserstoff gehen. Da hat man die größten Möglichkeiten, hat die effizientesten Motoren, hat sogar bessere Wirkungsgrade als mit jedem Benziner. Man muss es nur machen. Mhm. Und die Politik verhindert es gerade in Deutschland. Das nervt mich ohne Ende. Bei was für einem Wirkungsgrad landet man da? Bei was für einem Wirkungsgrad landet man da? Da können Sie, denke ich, locker 50% oder sowas darstellen mit sowas. Okay. Weil Sie haben, Wasserstoff verbrennt viel schneller. Mhm. Er brennt unheimlich viel schneller wie Benzin oder Diesel. Das heißt, Sie können sehr viel mehr variieren und Sie können ihn sehr mager fahren. Wasserstoff kann man ja mit Luft-Wasserstoff-Verhältnis von größer 2,5 fahren bis 5 oder 6, verbrennt es immer noch, geht mit Benzin oder Diesel. Diesel ja, aber mit Benzin geht es nicht. Mhm. Und Sie haben halt bei den ganzen Kohlenwasserstoff-Kraftstoffen wie Benzin und Diesel oder den fossilen, haben Sie halt immer den Kohlenstoff dabei. Während wenn Sie Wasserstoff verwenden, haben Sie den Kohlenstoff. Das Thema CO2 ist keines. Und das Thema Stickoxide können Sie auch erledigen, indem Sie Lambda, also dieses Luftverhältnis, jenseits von 2,5 fahren. Da haben Sie Stickoxidausbildung unter der Nachweisgrenze. Das ist alles bekannt. Aber es gibt auch Motoren in Japan mittlerweile, die gehen in Serie mit den Dingen. 2025 können Sie einen Prius kaufen von Toyota mit Wasserstoffmotor, schalten, kuppeln wie jetzt Verbrennungsmotoren mit Benzin. Ein Kritikpunkt, der immer kommt, ist, oder das lese ich immer, ist die Effizienz. Also tatsächlich, also die Herstellung von Wasserstoff, wo viel Energie für benötigt wird. Dazu kann ich nur Folgendes sagen. Egal wie die Effizienz ist, wir kommen um das Thema Wasserstoff überhaupt nicht rum, es sei denn, wir wollen in Zukunft weiter vom Herrn Putin abhängig sein oder von den Saudis. Mhm. Wir importieren aktuell in Deutschland über 70% der Energie. 70% wird importiert in Form von Gas, Öl, Kohle. Und wir werden in Zukunft wieder 70% importieren, aber bitte in Form von grünem Wasserstoff. Egal wie die Effizienz ist, wir müssen nur die Energie der Sonne nutzen. Und das macht der Porsche ja gerade vor in Südamerika. Hat er eine Anlage gebaut, wo sie E-Fuels herstellen, also E-Methanol, weil das kann man auch gut transportieren, kann man auch wieder rückverwandeln, hinterher in Wasserstoff. Natürlich verlieren sie bei jedem Umwandlungsprozess Energie. Ja, nur dort kostet eine Kilowattstunde weniger wie einen Cent. Weniger wie einen Cent. Und da müssen sie solche Anlagen bauen. Und da weht der Wind 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, die haben eine Volllast. Das ist ein Traum. Mhm. Während hier bei uns, wenn Sie durch die Gegend fahren, wo Windräder stehen, wie oft sehen Sie die Windräder stehen, weil kein Wind geht? Ja, oder teilweise werden sie auch ausgebremst. Weil oder es geht zu viel Wind und dann bringen sie Strom nicht weg und dann müssen sie es auch stilllegen. Das ist das nächste Problem, anstatt da dann irgendwas zu Aber das muss endlich mal verinnerlicht werden, hier bei uns regierungsmäßig und auch in der EU-Kommission. Ja. Das sind ja die Nächsten, die das Thema verhindern wollen mit Wasserstoff. Sagen, wie blöd können wir eigentlich sein hier in diesem Kontinent? Und Europa ist blöderweise einer von den Kontinenten, wo es ganz wenig Möglichkeiten gibt, über die Sonne Energie zu holen. Das können Sie in Australien machen, das können Sie in Afrika machen, in Südamerika, in Nordamerika, überall, nur nicht in Europa.
Und wir werden nie autark werden, egal wie viel Solardenker, das man aufmacht, nicht dagegen, dass man Solaranlagen einbaut oder Windräder. Aber man muss sich darüber klar sein, es ist nicht schaffbar. Wir können unseren Energiebedarf nicht autark decken. Wir werden ihn weiterhin importieren. So, und wenn man das macht, dann muss man es von dort her holen, wo es am billigsten ist, nämlich unter 1 Cent. Und dann kostet so ein Kilogramm Wasserstoff, was heute per Gesetz 9,50 Euro kostet, das kriegen Sie dann für 2 Euro. Mhm. Das kann man ausrechnen, was das dann kostet. Ja, und daraus können Sie dann jede Form von Kraftstoff herstellen. Und können Sie Diesel herstellen? Und das können Sie direkt Autos verbrennen. Ja, ne? Das, wenn der das Kraftstoff, ist ein E-Fuel, das ist ja von den Eigenschaften, wenn er ist ein chemischer, das können Sie designen, das Ding in jede beliebige Richtung, mhm. Ist ja Chemie am Ende. Sie können das Ding so designen, dass der 1:1 austauschbar ist mit dem Fossilen. Das heißt, Sie können es in den Tank schütten und damit fahren, ohne irgendein Problem. Sie brauchen dann im Auto nicht einmal eine Zündkerze wechseln. So einfach ist die Welt, wenn man es will. Ja gut, aber die Marschrichtung auch von Audi ist ja eher so, dass man lieber das Bestehende vernichtet und einmal austauscht gegen E-Autos, ja, die ja gerade tot sind. Die Frage ist nur, wie viele Leute gibt es denn, die sich ein E-Auto leisten können oder wollen? Das kann sich nicht jeder leisten. Die E-Autos kosten ja alle immer ein bisschen Geld. Das nächste ist die Infrastruktur, das dritte ist die Reichweite. Und das vierte ist, gerade hier im Gebirge im Winter, da steigen sie ins Auto ein, machen die Heizung an, da fehlen ihnen schon mal 100 Kilometer Reichweite. Mhm. Aber ohne Heizung werden sie nicht fahren bei minus 20 Grad. Und da beginnt es ja schon. Ne? Also ich bin ja nicht einer, der grundsätzlich gegen E-Mobilität ist, aber bitte dann nur dort, wo es auch wirklich sinnvoll ist. Und das ist in der Regel in den großen Städten. Mhm. Wenn es darum geht, Luftqualität zu haben, was man ja mit Wasserstoff auch hätte, aber da sage ich, okay, in der Stadt drin, da kommt ein kleines Auto, zwei Sitze, so wie der Smart eigentlich war, elektrisch, halber Parkplatz, muss ja nicht schnell fahren, muss ja nicht weit fahren, da gibt es überall Ladestationen und dann ist das Thema erledigt. Mhm. Aber ansonsten über lange Strecken, sorry, geht am Verbrenner meines Erachtens nichts vorbei. Und das Thema Brennstoffzelle ist ja auch etwas, was immer diskutiert wird, kann man natürlich auch machen, macht sicherlich auch irgendwo Sinn. Bloß, wenn man die Brennstoffzelle von der Größe her und vom Gewicht her sieht, ist es deutlich größer, deutlich schwerer als ein Verbrennungsmotor mit gleicher Leistung. Und es ist leistungsmäßig begrenzt, oder? Und es ist leistungsmäßig begrenzt durch die Kühlung. Also Sie können eine Brennstoffzelle in einem Pkw selten, eigentlich nicht mehr wie mit 150 Kilowatt betreiben, weil sie die Kühlfläche gar nicht herkriegen. Und wenn man sich diese Prototypenauto anschaut, die in Le Mans rumfahren, die haben genau das. Sie haben jede Menge Kühler integriert. Das ist ein Brennstoffzellenfahrzeug, weil sie müssen das Drittel, was über den Auspuff rausgeht an Wärme, müssen sie wegkühlen. Okay. Und diese Kühlerfläche, das ist das Doppelte von dem, was bei einem normalen Verbrennungsmotor unterzubringen ist. Und ich meine, wenn Sie im Motor vorne schauen, die Kühler sind ja nicht, jetzt schon nicht gerade klein, wenn Sie ein relativ potentes Auto haben, mit richtig Rauch unter der Haube, dann brauchen Sie ja vergleichsweise großen Kühler. Mhm. Und wenn Sie den noch verdoppeln müssen, geht gar nichts mehr. Was wäre Ihr Optimum? Sie haben auch mal gesagt, dass Sie, oder es gibt so eine Entwicklung in Richtung Zweitakter oder Ideen in Richtung Zweitakter. Ja gut, ich meine, Zweitakter ist natürlich gerade dann, wenn man mit Wasserstoff arbeitet und emissionsfrei oder sehr emissionsarm sein will, habe ich ja vorher gesagt, da brauchen Sie einen Motor, der sehr mager läuft. Wenn er sehr mager läuft, hat er natürlich pro Zylinder vergleichsweise wenig Leistung. So, wenn Sie jetzt aber viel Leistung wollen, dann wird der Motor entweder sehr groß als Viertakter oder Sie können ihn nahezu halbieren, wenn Sie ihn als Zweitakter betreiben. Und dann kommt eine Technologie wieder zum Vorschein, die kann man überhaupt nicht vergleichen mit den Zweitaktmotoren, die man vom Mopeds und so kennt, mit der blauen Fahne und so. Das sind ja relativ primitive Motoren, schlitzgesteuert. Das Ganze muss man natürlich schon ein bisschen aufwendiger machen. Das ist ein Hightech-Aggregat mit Ventilen und allem drum und dran. Aber mit einem Zweitaktverfahren, das heißt, bei jeder Umdrehung haben Sie einen Arbeitstakt. Und damit bringen Sie im Grunde genommen die Leistung her und die Emissionsfreiheit. Mhm. Und ich bin ziemlich sicher, das wird noch irgendwann kommen. Das erlebe ich noch, so alt werde ich werden. Und ich glaube nicht, dass das noch viele Jahre dauert. Wie alt sind Sie jetzt? Ich bin jetzt 68. Ah, dann hoffe ich, dass wir das alle noch erleben. Und das hoffe ich auch. Das ja. Kommt. Und ich wünsche es vor allem der Umwelt, weil, wie gesagt, das ist, und was man bei der ganzen Sache überhaupt nicht vergessen darf, es hängen ja hier in Deutschland oder auch in Europa Hunderttausende von Arbeitsplätzen an diesem Technologieverbrennungsmotor. Und das zweite Thema, und das erleben wir jetzt ja gerade mit Russland, mit dem Gas, und mit dem Öl, wir sind ja abhängig, und zwar erheblich abhängig, und Österreich und Italien noch mehr zum Teil. Und wir werden, wenn man die Elektroschiene so konsequent zu Ende fährt, wie man es jetzt eigentlich gerade angedacht hat,
geraten wir in eine komplett andere Abhängigkeit, aber eine genau dieselbe, nämlich von den Chinesen. Die Batterien kommen aus China oder aus Asien und das allein wäre noch nicht schlimm genug. Es bauen ja hier Batteriefabriken in Deutschland, aber die Rohstoffe. Die haben die Schürfrechte überall. Die haben die Schürfrechte und die haben sie schon auf lange, lange Sicht geplant. Das heißt, wenn sie das Zeug brauchen, müssen sie es bei den Chinesen kaufen. Und wenn die das nicht mehr verkaufen, dann stehen sie da, dann war es das. Dann ist Ende. Dann können sie Fabriken in Gewächshäuser umbauen. Und das ist eigentlich die große Sorge und da bin ich echt entsetzt, dass die Politiker diese absolute Sackgasse nicht sehen. Ich verstehe eh nicht, dass die Politiker sehenden Auges in so Abhängigkeiten begeben. Also so extreme Abhängigkeiten jetzt wie mit Putin, das ist ja schon ein Albtraum gewesen. Ja gut, das ist sicherlich ein Stück weit historisch gewachsen mit Putin, aber ich habe immer noch eine andere These. Ich habe mich einmal beschäftigt mit der Statistik des Deutschen Bundestags und ich bin sicher, beim Europäischen Parlament ist es nicht anders. Schauen Sie mal nach, welche Berufsgruppen im Parlament sitzen. Es ist sehr hochinteressant, sich das anzuschauen und vor allem, welche nicht drin sitzen. Und nicht drin sitzen Physiker und Naturwissenschaftler und Ingenieure. Ja. Es gibt im Deutschen Bundestag aktuell 25 Ingenieure, 18 davon sind Agraringenieure. Jetzt sage ich nichts gegen Agraringenieure, aber das ist ein Fachgebiet, das hat mit Verbrennungsmotoren relativ wenig zu tun. Die haben ihre eigenen Gebiete und das ist auch gut und das ist auch notwendig. Nur Leute, die letztlich entscheiden, welche Antriebsarten in die Zukunft in den nächsten 20, 30 Jahren hier in diesem Land vorherrschen würden, können nicht Juristen oder Betriebswirte oder Steuerberater sein. Und das ist die Masse, die dort sitzt. Das kann es nicht sein, weil die haben von sowas kein Verständnis. Es tut mir leid, das muss ich ihnen absprechen. Die haben natürlich Berater, aber da kommt natürlich das Thema Lobby wieder in Frage. Und da gibt es natürlich ganz große Unternehmen hier in Deutschland, im Norden, die setzen alles dran, das Thema Elektromobilität als einzige Möglichkeit durchzudrücken. Und sie stehen jetzt gerade wieder im Europäischen Parlament vor der entscheidenden Sitzung, ob das jetzt tatsächlich so wird, dass E-Fuels nicht als CO2-mindernd anerkannt werden und damit eigentlich als für den Verbrennungsmotor gebannt sind oder nicht. Und das schaut sehr, sehr schlecht aus im Moment. Ja, im Endeffekt hat man immer das Gefühl, die Weichen sind gestellt. Es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Und dass die Autoindustrie jetzt insistiert und sagt, okay, wir müssen diesen Weg weitergehen. Ja, klar. Wir müssen jetzt so lange Lobbyarbeit leisten, bis alle darauf einsprechen. Wenn ich natürlich an der Stelle säße, würde ich ähnlich denken. Aber ich hätte mich vorsichtshalber schon mal gar nicht in die Situation gebracht. Mhm. Ich hätte ein bisschen weiter gedacht. Ich gesagt, liebe Leute, aber für die ist es noch eine Lizenz zum Gelddrucken. Weil wenn nämlich die Verbrenner verboten sind und nur Elektroautos per Gesetz vorgeschrieben werden, gibt es ja nur zwei Lösungen. Entweder sie kaufen sich ein Elektroauto oder sie fahren ihr altes Auto so lange, wie es nur irgendwie geht, weiter, was für die Umwelt sicherlich nicht gut ist. Und es gibt, glaube ich, in Deutschland eine ziemlich große Bevölkerungsgruppe, die wird sich kein neues Elektroauto leisten können und auch kein gebrauchtes. Ja, die werden immer mit alten Autos fahren und es irgendwie versuchen hinzukriegen, anders wird es nicht gehen. Oder sie haben überhaupt nicht mehr mobil und dann haben wir das Problem mit der sozialen Spaltung, dass man eben nur noch den Reicheren oder den Wohlhabenderen die Mobilität zulässt und die anderen schauen zu oder fahren mit der Eisenbahn, was ja auch schon Abenteuer ist. Aber die anderen schauen ja mit dem guten Gefühl zu, dass sie mit ihren Steuergeldern das andere subventioniert haben. Auch, ja. Also das ist für mich absolut ungut. Von den Luxus-Einfamilienhäusern, die Wallboxen subventioniert haben. Das ist absurd eigentlich. Ja. Ne? Also dass Leute, die im Hochhaus leben und nie in so einen Genuss kommen, können sich dann irgendwie an der Straße anstellen, 2 Stunden. Ja, ich hatte ja öfters schon Vorträge in Birmingham und in London und ich habe mal nachgeschaut, wie viele Ladestationen das in London gibt. Und ich bin dann zu dem Ergebnis gekommen, zumindest, das ist jetzt vor 2 Jahren gewesen, mittlerweile hat es wahrscheinlich geändert, da haben sie Ladestationen, wenn sie das umrechnen und jedes Mal 6 Stunden Ladezeit rechnen, kommen sie mit ihrem Auto alle 14 Tage mal zum Laden. Das habe ich ihnen dort gesagt, da waren sie erstmal alle flatt. Ich sage, liebe Leute, ihr müsst ja nur mal die Anzahl Elektroautos zählen, die ihr in der Stadt habt und die Anzahl dagegen rechnen an Ladestationen. Also das sind jetzt nur öffentliche, ich rede jetzt nicht von privaten. Und dann ist klar, das ist kein Weg, das kann es nicht sein. Ja. Mal abgesehen davon, dass wir jetzt in London nicht unbedingt mit dem Auto fahren müssen, in der Innenstadt. Mhm. Dafür gibt es wirklich öffentliche Verkehrsmittel, die deutlich angenehmer sind, als sich in den Stau und dann kein Parkplatz. Und diesen. Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber wie gesagt, es geht ja hier um den generellen Ansatz. Ja, das ist alles nicht ganz gesund, wie es gerade läuft. Ne? Und ich glaube, das haben Sie in Ihrem Berufsleben in der Form wahrscheinlich nie erleben müssen. Ne? Nee, so gesehen habe ich natürlich eine goldene Ära des Verbrennungsmotors erleben dürfen und ein bisschen mitgestalten dürfen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich wäre nicht müde, für das Thema Wasserstoff und Verbrennungsmotor mit Wasserstoff und mit E-Fuels zu kämpfen, weil wir dürfen eins nicht vergessen,
Und das wird auch ganz schnell immer verschwiegen. Wir haben in der Welt 1,4 Milliarden Autos existierend. Mhm. Und jedes Jahr kommen 70, 80 Millionen dazu. Es verschwinden natürlich auch welche, die, was weiß ich, kaputt, veraltet, verschrottet, verunfallt. Aber diese Autos, die haben wir in 30 Jahren noch. Und die leisten einen erheblichen Beitrag an den CO2-Emissionen. Und wenn man denen nur ein paar Prozent, nur ein paar Prozent E-Fuels im Tank mischt, wir haben im aktuellen Jahr 7% ohnehin schon bei uns, könnten aber locker 20% werden, aber ganz schnell und ganz locker. Wenn es per Gesetz so gewollt wäre, da würde man mehr CO2 reduzieren, als wenn alle jetzt in den nächsten 10 Jahren nur noch Elektroautos kaufen. Muss man ganz klar sehen, weil auch ein Elektroauto ist ja ein Umweltschwein, streng genommen. Man muss einmal sehen, es geht ja nicht nur um das Laden und den sauberen Strom, den wir gar nicht haben hier in Deutschland, weil 50% des Stroms, der bei uns hergestellt wird, wird immer noch mit Kohle hergestellt. Und wenn Sie sich dann das umrechnen auf die CO2-Emissionen pro Kilometer, sind Sie hinterm Diesel. Da sind Sie schlechter wie ein Diesel. Und dann muss ich sagen, dann macht es doch keinen Sinn. Das hat auch der Herr Dies schon mal festgestellt. Sagt er, wenn wir dann nur noch Kohle tanken, dann macht das ganze Thema E-Mobilität keinen Sinn. Worte vom Herrn Dies von 2018. Immerhin. Man ja, aber das, die hat er schon wieder vergessen, glaube ich. Ja, aber wie gesagt, es wird ja immer propagiert, es wird alles grün, es wird alles grün. Es sagt nur keiner wie. Und wir haben im Moment, wenn Sie Statistik anschaut, Strom in Deutschland war ja nachhaltig oder beziehungsweise grün. 2020 waren wir bei 50%, mittlerweile sind wir bei 45%. Die Zahlen sind rückläufig. Warum? Weil es werden mehr Windräder abgebaut, als neue gebaut werden, weil die Genehmigungsverfahren so lange dauern und. Ja bitte, wo soll es denn herkommen, wenn der Strom schwarz ist statt grün? Ja, dann dürfen wir kein Elektroauto fahren, weil das ist das Schlimmste, was wir machen können. Oder man soll zumindest die Alternativen zulassen und sagen, bitteschön, dann soll der Kunde selber entscheiden, was will ich und was kann er mir leisten und welchen Beitrag zur Umwelt kann ich dann leisten. Da ist ja sowas wie eine CO2-Abgabe ein gutes Mittel, das zu steuern, um die fossilen Kraftstoffe, und das sind eigentlich die kritischen, diese fossilen Kraftstoffe so weit aus dem Bereich herauszubringen, dass man eben wirklich nur noch mit nachhaltigen fährt. Und dann hat man für das Klima viel mehr gekonnt, also mit diesen ganzen Forderungen nach E-Mobilität. Ja, klar. Auch da kann man dem Kunden die Wahl lassen und sagen, okay, tank deinen alten Kraftstoff, der kostet Preis X und das andere ist CO2-neutralisiert. Ja. Und kostet das Problem ist nur, solange die gesetzlichen Randbedingungen so sind, wie sie jetzt gerade sind, steht jede Menge Geld am Horizont, das bereit wäre, investiert zu werden, um solche Anlagen zu bauen. Nur es tut keiner, weil er sagt, ja, da ist kein Markt da. Ja, genau. Und dann ist da immer wieder geheißt, ja, aber dieser Sprit ist ja nicht in den Mengen verfügbar. Ja, logisch, das ist eine Henne-Ei. Wenn ich heute sage, ich ändere die Gesetze und ihr könnt das machen, dann sollten die Leute mal schauen, wie schnell das hier Milliarden fließen, solche Anlagen gebaut werden. Die Batterieforschung war ja auch noch nicht so weit, bevor die Förderung losging. Genau. Und jetzt, dann kommt ja noch, dann fangen ja an, Wissenschaftler und Ingenieure sich mit dem Thema zu beschäftigen. Es wird ja immer geredet, die Effizienz von der Wasserstoffherstellung ist so verheerend und so schlecht. Ja, mittlerweile gibt es Elektrolyseure, die haben einen Wirkungsgrad von über 90%. Das war vor 3 Jahren noch undenkbar, da waren sie bei 50-55%. Und es geht weiter, das geht mit allen Schritten so weiter. Und am Ende stellen sie fest, ein Liter E-Fuel kostet weniger wie 1 Euro, ohne Steuern, ohne sowas. Und ich meine, E-Fuel, wenn ich E-Mobilität freistelle von Steuern, darf ich E-Fuels eigentlich nicht mehr besteuern, ja, dann bleibt es bei 1 Euro. Ja, wenn ich heute eine Tankstelle aufmache und sage, 1 Euro, ein Liter Sprit, da steht die Schlange bis zum Horizont, da können wir drauf warten. Ja, das glaube ich. Aber ich meine, auf der anderen Seite fehlen dem Staat dann vielleicht auch wieder Steuereinnahmen, das ist ja vielleicht auch von daher nicht geworden. Soll er auch gar nicht, das soll ja alles, aber da muss man, wie gesagt, da muss man Ursache und Wirkung einmal gegeneinander halten und sagen, was will ich jetzt eigentlich erreichen und will ich jetzt erreichen, dass alle elektrisch fahren oder gar nicht mehr oder möchte ich was für die Umwelt tun? Genau, und danach das ist das Problem. Und das, da glaube ich auch vielen Automanagern übrigens nicht, dass sie nur schöngeistig an die Umwelt denken, sondern dass sie natürlich auch sagen, ich brauche meinen Bonus und ich will dies und ich will Autos verkaufen. Ne? Ja, man, es geht ja, man sieht es bei Porsche, die diese Anlage in Patagonien gebaut haben. Ja, genau. Ausgerechnet Porsche, möchte man sagen, ausgerechnet der Sportwagenhersteller. Ja, aus gutem Grund. Der sagt, liebe Leute, wir machen A, Motorsport damit und B, unsere alten 911er-Fahrer, die 70% aller 911er, die heute noch unterwegs sind, je gebaut worden sind, die sollen ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit dem Auto fahren. Da fahren sie mit CO2-neutralem Kraftstoff. Ja. Die fahren nicht elektrisch, CO2-neutral. Ein großes Argument übrigens immer unter den Videos von Professor Indra, und ich setze das jetzt mal gleich, Sie sind Motorenmann, er ist Motorenmann, da kommen dann immer so chemische Kommentare wie, ah naja, gut, die alten Verbrennerautos, komplex bis zum geht nicht mehr und die Teile müssen ständig ausgetauscht werden. Ein Elektroauto ist völlig wartungsfrei, da ist nichts dran zu tun. Auch das ist eine Lüge. Und wir wissen alle, dass es eine Lüge ist. Wir haben ja vorher das Gespräch noch geführt mit der Lithium-Ionen-Batterie und dem Opel Manta am Nürburgring, der abgebrannt ist. Genau. Das ist noch eine kleine Batterie. Ich meine, es brennen vermutlich nicht mehr Elektroautos als Benziner. Nur das Problem ist,
Die Benziner können sie löschen, Elektroautos nicht. Wir hatten hier einen Fall, vor 2 Jahren ist hier Tesla abgebrannt. Der ist nur in den Wald reingefahren, war zumal abgefahren, also in den Wald und hat dann das Brennen angefangen. Dann haben sie das Auto, weil sie nicht löschen konnten, am Ende in einen wassergefüllten Container gestellt, in Österreich, in Tirol. Und dann haben sie versucht, von Tesla einen zu finden oder von einem Händler, was machen wir jetzt mit dem Auto, wer kümmert sich um das Auto? Keiner in Österreich. Das ging so weit, dass der Bundeskanzler damals kurz gesagt hat, Leute, wenn der Tesla so agiert hier bei uns, dann wird es ein Importverbot geben für Teslas. Weil wenn mir nicht sicher ist, dass man mit solchen Dingen hinterher vernünftig umgeht, dann werden die hier nicht mehr verkaufen. Mhm. Dann hat Tesla selber Leute geschickt. Die haben dann das Auto abgeholt, da war aber schon Winter vorbei, schon eingefroren gewesen, richtig eisglatt. Das muss man sich vorstellen. Das war 6 oder 7 Monate, war dieses Auto in diesem Container drin, bis die den entsorgt haben. Und der das Auto gefahren hat, sagt er, nie wieder, kaufen wir jetzt einen Diesel. Das waren seine Worte. Tesla ist ja wirklich der Turm. Ne? Man kommt nicht ran. Die verkaufen sich als unheimlich grünes Unternehmen, verkaufen nur große, schnelle Autos über Leistung und für die Fahrgesellschaft, die viel Geld hat. Und im Endeffekt geben sie keine wirklichen Daten raus, was recycelt wird, wie hoch die Recyclingquote von den Akkus ist. Es wird immer nur rumgeschwurbelt. Ne? Also da habe ich auch nachgefasst mit dem Recycling. Das ist ja auch so eine gigantische Lüge. Da drin werden entweder vergraben oder werden verbrannt. Ja. Es rechnet sich im Moment überhaupt nicht, es gibt diese Rohstoffe rausholen zu wollen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, was da eigentlich dann verbrannt und was da vergraben wird, das sind ja teilweise Schwermetalle. Das ist ja nicht irgendwas. Kobalt ist ja nicht wie ein Haarspray oder sowas, sondern das ist ja wirklich was Massiveres. Und auch das Lithium ist nicht unbedingt umweltfreundlich. Also das sind alles so Dinge, da redet aber in der Öffentlichkeit komischerweise niemand drüber. Ne? Den Kunden gibt man das Gefühl, kaufe Elektroauto, dann bist du gut, dann bist du umweltfreundlich. Nein, es ist einfach nicht wahr. Ich habe ja hier in diesem Haus, wie wir das umgebaut haben, haben wir ja Solaranlage aufs Dach gebaut und ich habe auch einen Speicher, eine Lithium-Ionen-Batterie im Keller. Mhm. Und bevor wir die gekauft haben, bin ich natürlich auch losgelaufen, auch zum Audi. Ich habe gesagt, ihr habt ja ein großes Programm, diese Second-Life-Batterien, ich hätte gern welche. Dasselbe bei Mercedes, dasselbe bei VW, nur Kopfschütteln. Wir sind noch nicht so weit im Projekt. Was? Das kann doch nicht sein. Ja. Also wir dauernd nur so wiedergeben. Dass ich habe dann eine kaufen müssen. Die Dinger kosten ja richtig Geld. Ich meine, da ist nichts mit $200 pro Kilowattstunde. Die kosten dann schon deutlich mehr. Aber ich bin sehr zufrieden damit und ich bin halt mit dem, zumindest mein Beitrag, halbes Jahr im Jahr bin ich völlig autark. Ich brauche hier keine Kilowattstunde Strom aus dem Netz. Im Winter ist es natürlich anders, wenn Schnee drauf liegt und wenn natürlich die Sonne ein bisschen flacher steht, dann habe ich natürlich die Ausbeute nicht, aber halbe Jahr, viel, sehr viel. Glauben Sie, dass sich das jetzt, also unabhängig davon, dass es natürlich toll ist, autark zu leben, dass sich das rechnen wird jemals, wenn man die Preise für Solarzellen und den Lithium-Ionen-Akku einrechnet? Also ich bin ziemlich sicher, dass sich das in absehbarer Zeit deutlich mehr rechnen wird. Ich bin deshalb so sicher, mein jüngster Sohn, promoviert gerade auf dem Gebiet Solaranlagen. Mhm. Der entwickelt gerade eine Solarzelle, die deutlich billiger ist als das, was jetzt gerade so auf dem Markt ist, deutlich billiger und auch vom Wirkungsgrad her deutlich besser ist. Das heißt, ich kriege pro Quadratmeter mehr elektrische Energie und das Ganze für einen deutlich geringeren Preis. Und ich meine, dann gibt es eigentlich wenig Argumente mehr, außer dass man kein Dach hat, kein eigenes, weil man in einem Hochhaus oder sowas lebt, um nicht Solaranlagen in größerer Menge auf die Dächer zu packen. Aber auch wenn man das macht, nochmal, es wird nie und nimmer ausreichen, um den Bedarf an Energie, den wir hier in Deutschland haben, im Jahr ansatzweise mit grünem Strom zu decken. Mhm. Nie und nimmer. Wir werden immer darauf angewiesen sein, Energie zu importieren und es wird Wasserstoff sein. Alles andere wird es nicht geben. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.